Natürlich, das war krass vieler Schaden und eigentlich schon weit über meiner Stufe, aber trotzdem. Machbar ist es. Machbar ist es. Ich schenke dem jetzt noch einen Versuch. Das Blöde ist halt, dass der Weg auch bis dahin immer so lang ist. Und ich keinen Bock habe, da wer weiß wie viel zusammenzuschneiden. Deprimierend. Wirklich deprimierend. Magie kann ich ja leider auch noch nicht verwenden. Da gibt es ja so Zauberslots. Den einen Zauber habe ich gekauft, aber ich kann den Zauberslot noch nicht verwenden. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Intelligenz, Wille und Zauberei nicht hoch genug habe. Also so ein bisschen zaubern wollte ich eigentlich schon. Da muss man mal überlegen, ob man da vielleicht wenigstens so ein paar Punkte in Zauberei investiert. Ich wollte jetzt primär kein Zauberer sein. Das nicht. Ist doch immer ganz gut zu wissen, wenn man auch so ein bisschen auf Magie zurückgreifen kann. Woher kriege ich die Menschlichkeit immer? Ich habe schon wieder einen Punkt Menschlichkeit. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich fühle mich verarscht. Nimm mir die Menschlichkeit wieder ab. Manchmal ist er total einfach und manchmal killt er mich einfach nur. Ist jetzt mal gut, ist jetzt mal gut, ist jetzt mal gut. War's das jetzt? Geht aus dem Weg. Ah, jetzt darf ich es also nochmal auf dem normalen Wege probieren, ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne diesen geilen Goldharz. Habt ihr gesehen, wie schnell der Gargoyle tot war? Ich weiß nicht, wie ich diesen Feueratem so wirklich... Der ist, glaube ich, nicht blockbar. Das wäre irgendwie seltsam, wenn er blockbar wäre. Uah! Komm schon. Hatscha! Was ich gern mit ihm machen würde, ist ihm diesen Schwanz abhauen. Ja, jetzt haben wir nämlich die Scheiße schon. Jetzt kommt schon der zweite da hinten. Darf ich mich mit diesen beiden Drecksgestalten abgeben? Oh Gott, der Feueratem ist einfach nur böse. Guckt euch diese Reichweite an. Das ist nicht normal.
Feueratem killt mich sowas von. Ah, das war's schon wieder. Nee. Tut mir leid. Krieg ich erstmal nicht hin. Bin ich nicht gut genug für. Kümmere ich mich jetzt erstmal um diese Sau, die da noch auf mich wartet. Kleine Scherbe. Sehr gut. Zweimal. Können wir unsere Waffen ja auch wieder aufrüsten, ne? Vielleicht bin ich jetzt auch mal gut genug, um einen schwarzen Ritter zu erledigen. Jetzt mache ich das nämlich offscreen. Tot. Die sind sehr berechenbar. Ich bin ruhig. Ich sage ja schon gar nichts mehr. Ich sage, er ist sehr berechenbar und dann killt er mich fast. So, hier dürfte noch einer sein. Genau, da ist noch einer. Wo ging das jetzt noch weiter? Hier unten, glaube ich, ja. Irgendwie ging das doch anders. Irgendwie bin ich hier falsch abgebogen. Ach genau. Hier. Machen nämlich jetzt das Tor auf. Oh my goodness. Ja, los, komm. Komm. Na los, komm von oben runter. Autsch. Na los. Autsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll man den denn besiegen? Guckt euch diese Panzerung an, das ist unmöglich. Meine einzige Idee wäre durchs Feuer ziehen. Aber wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Come on, baby, come on.
Läuft das hier gerade durchs Feuer? Nee. Komm mal her, bitte. Die ist insgesamt gesehen jetzt auch nicht unbedingt mega stark, wie ihr gerade erkennt, aber...